Ja. Selbstverständlich bin ich in meinen Arsch nicht einfach für nichts von dort hinten drüber. Ja, hallo jetzt. Jetzt musst du die Frage noch ablesen. Herr Mattis, ja, das geht besser, jetzt weißt, gar nicht. Ich kann es umstellen. Roland, schön, dass du heute Zeit noch hast für mich. Schön, hast du Zeit darüber gefunden. Ja, es ist ja so, eigentlich wärst du ganz oben auf der Liste gestanden von meinem Interview, das ich mache. Aber Anfang der Saison habe ich gedacht, das sei noch etwas zu früh, weil wir nichts darüber zu reden. Und gerade Ende der Saison hat es noch etwas geändert alles zusammen. Wir haben nicht gewusst, wie viele Fahrer was sind und so. Und dann habe ich gedacht, Mitte der Saison wäre gar nicht so schlecht. Jetzt, stell dir schnell vielleicht vor, was du als Rennleiter aus der Tür hast und wer bist du so? Also, wie schon gesagt hast, mein Name ist Roland Sprecher. Ich arbeite bei Autosport Schweiz als Sachbearbeiter Karting. Bin nebenbei von der LOSKM noch der Rennleiter, unter anderem auch noch von anderen Karzerien. Mache, tue ich arbeiten, wie alle anderen auch. Was schön. Ja. Ich habe jetzt einfach das Glück, dass nach 30 Jahren Transportgewerbe wechseln, Motorsport, das Hobby zum Beruf können machen, fahre privat auch Autorennen. Ich habe jetzt neu auch noch Kart fahren mit einem X30-Kart. Ja. Und ja, so tue ich eigentlich meinen ganzen Lebenstag. Und alles drumherum hat im Moment ist alles ein bisschen kartorientiert. Das ist schön. Kannst du mir erzählen, das Gefühl selber ist im Kart in den Zocken jetzt? Gibt es eine andere Perspektive, also wenn du außenstehend bist? Das darf ich eigentlich gar nicht erzählen. Ich musste zuerst mit der Fitness wieder anfangen. Ich fahre zwar wohl seit 8 Jahren Bergrennen, mehr oder minder erfolgreich. Dieses Jahr sind wir aber am Umbauen auf nächstes Jahr, für das man ein bisschen um Punkte fahren kann. Aber als ich ins Car gesessen bin, musste ich wirklich feststellen, Fitness. Da reicht es noch nie hin. Das ist einfach körperlich und... Körperliche Fitness. Und ist auch Ecke, wie Sie sagen. Es ist echt der ganze Oberkörper und der Unterarme ist extrem belastet wird und das musst du zuerst wieder antrainieren und dann kann man dann mal sagen, so, und jetzt fangen wir einfach mal auf die Zeit fahren, genau. Oder? Wir zwei haben zusammen angefangen in neuen Jahren von Autosport Schweiz mit Karting und ich bin sehr stolz darauf, dass ich heute dabei bin. Wie siehst du das? Also, dass du noch dabei bist, oder wie? Ja. Ja, schön bist du dabei. Ich habe 2011 Valos angefangen. Ich glaube, es war auch das erste Rennen, also ja. Von mir das erste Rennen. Das Rennen wird ich nie mehr vergessen, weil der Paul Egli, der damalige Rennleiter, hat gesagt, das ist tipptopp, du bist mein Starter. Okay, was macht man als Starter? Ja, musst einfach die Fahne schwenken, wenn sie dir kommen. Und dort unten ist dein Podestli und dann bin ich dort ganz Sonntag im Schiff gestanden. Ich bin von unten nass geworden von der Karte und ich bin von oben nass geworden vom Schiff. Und es hat unheimlich Spass gemacht irgendwie und seither bin ich dabei. Und wir haben dann so Supercar gefahren, sind wir etwa 7 Stunden im Öppelkar, glaube ich. Ja, wir haben im Abendgehen, sind wir glaube mit 7 Stunden noch relativ zügig daher gewesen, aber im Heimweg irgendwie zum Buschauffeur, den sie mal nicht pressiert, es war weit nach Witternacht gewesen, bis wir wieder retour gewesen sind. Aber es war mehr eigentlich ein toller Einstand gewesen und ja, seither macht man mit. Was ich erlebt habe so mit den Interviews, weisst du, viele Fahrer sagen, in den letzten 2 Jahren ist es wahnsinnig vorangegangen
und sie haben Freude daran. Kommt das auch bis zu dir, die Begeisterung? Ja, das ist ganz ehrlich ein schwieriges Thema. Ich weiss ja, durch das, dass ich seit eineinhalb Jahren hier arbeite, durch das, dass ich die LOSKM zu einem grossen Teil mitorganisiere, wie gross der Aufwand ist, den wir betreiben im Backoffice. Auf dem Röntplatz ist es leider halt immer noch so, dass man es nie allen recht machen kann. Wir haben grosse Fortschritte gemacht. Ich bin auch zum Teil stolz auf die Fortschritte, was die Streckenposten anbelangt. Man sieht dort wirklich, man sieht, es bringt etwas, wobei ich es nicht vergessen darf. Die gehen auch neben den Rennen, oder LOS, können auch andere Rennen üben. Zum Beispiel Kappelentrophy und so, wo sie es freiwillig machen. Also auch die setzen viel daran, dass sie besser werden, dass wir alle zusammen besser werden. Aber ich würde lügen, wenn ich würde sagen, jawohl, bei mir kommt es auch so über, dass wir alles besser machen. Wir machen nie alles besser, wir können noch viele Sachen verbessern. Mhm. Und ich bin eigentlich schon glücklich, wenn ich auf dem Rennplatz am Wochenende, ich sage dann in meiner Sprache, kein Knie habe. Ja. Dann weiss ich, okay, so schlimm kann es nicht sein. So, vom Rennen, wie viel Vorbereitungszeit hast du? Mit allem drum dran, weisst du, E-Mail schicken, dass die Leute aufgefordert sind, dass sie wissen, woher wenn. Mit allem drum und dran, was die Arbeit anbelangt. Eigentlich kann man sagen, nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Mhm. Das heisst, wenn ich am Sonntag, die Nacht irgendwann einmal heimkomme, bin ich am Montagmorgen bin ich wieder hier im Büro, dann heisst man zuerst das Auto wieder ausräumen und. Und dann fängt eigentlich das neue Rennen schon wieder an. Das heisst, ich schalte die Einschreibung aufschalten, dass sich die Piloten wieder einschreiben können für den nächsten Lauf. Das alte Rennen abschließen mit den Ranglisten, mit dem Klassement. Manchmal passiert noch Fehler, dann machst du es noch einmal. Das ist einfach wie normal im Leben. Wir sind nur Menschen. Und das Rennen eigentlich fängt anderthalb Wochen vor der Veranstaltung wieder an. Ja. Weil dann ist der Nennschluss fertig. Das heisst, ich muss die Startlisten machen, ich muss bei den Reifenhändlern Pneu bestellen, dass sie genug Pneu auf dem Rennplatz haben, Bewilligungen einholen, von der FFSA oder von der GSEI in Italien Bewilligungen einholen, auf die Rennstrecke gehen, die Abklärungen machen, das Essen bestellen für den Staff. Das ist einfach auch das Übernachten organisieren vom Staff. Da möchte ich mal ein Dankeschön aussprechen für den Staff. Oder? Das ist, glaube ich, auch am rechten Platz, wenn ich es gerade sagen darf. Das ist selbstverständlich, wenn ich auch verwöhnt werde von euch. Eigentlich. Danke vielmals. Ja, bitte. Ich meine, ihr arbeitet für das und somit ist auch anständige Unterbringung. Das schaue ich einfach als selbstverständlich an. Aber das läuft einfach alles in eine Vorbereitung rein, wo dann endet eigentlich jetzt zum Beispiel mit heute Nachmittag, wo ich abfahre, die letzten Weisungen, Zeitpläne, das Fahrerbriefing alles per Mail vorab mal schicken, dass die wissen, aha, das und das und das haben wir zu tun am Samstag und dann am Sonntag auch. Ja. Ist ein Rennen von dir im Vordergrund, wo du gerade weisst, das ist ein geiles Rennen, da bin ich richtig stolz drauf, auf mich und auf alle einfach. Eigenlob stinkt. Ich habe eigentlich zwei Rennen, die mich in den letzten 4,5 Jahren geprägt haben. Und das ist einerseits das schlechte Beispiel, Wohlen vor einem Jahr. Mhm. Wobei also ich nicht sagen will, es sind Fehler passiert. Das ist einfach, das Ganze hat irgendwie vom Samstagmittag gar nicht wirklich gestimmt. Und dann das Wetter am Ende dermassen heiss. Das ist mir eigentlich sehr in Erinnerung geblieben als Nachgang, ja, das könntest du besser machen, das könntest du besser machen. Und wo ich, wenn man dem so sagen, stolz sein, ist der erste Lauf von diesem Jahr, Zettelagi. Das war das Gelsrennen, muss ich sagen. Das ist auch für mich absolut, seit ich das mache, ein absoluter Highlight gewesen. Gut, ich muss noch sagen, ich bin so ein Heimweh-Italiener, dort fühle ich mich als daheim. Und mit sehr vielen Leuten anfangen. Wir haben am Samstag 120 Trainierende gehabt. Wir sind mit 82 am Sonntag gefahren. Das hat es in der SM in diesem Mass noch nie gegeben. Das spricht wieder für uns, also wieder für die LO? Ja, nein, es spricht eigentlich sicher auch ein Stück weit. Wir haben es organisiert, aber es spricht sicher für die Streckenwahl, die wir dieses Jahr haben. Und
Italien ist halt einfach, es ist neben Frankreich das Kartland. Oder? Meine, die Industrie ist dort, die Hersteller sind dort. Das ist klar, dass die kommen mit ihren Leuten. Und mehr ehrt es und mehr macht stolz, dass eben gerade die Italiener sagen, okay, wir gehen in der Schweizer Meisterschaft fahren. Ja. Oder? Schade, dass sie nicht weiterkommen, weißt du, auf Frankreich und so. Das ist ehrlich das. Das ist so ein Ding. Ich habe mir lange überlegt, an was liegt es. Wieso gehen wir von 80 Teilnehmern auf 50 runter zu Wollen? Zu Wollen ist das bekannte Problem mit der KZ. Ja, hast du noch die Lehrabschlüsse, die ich hatte. Da hat noch Leute gefällt. Genau richtig. Es sind viele Leute, die jetzt fertig sind mit den Lehren und die Abschlussprüfungen. Und dann das letzte Rennen in Mirgur, wo wir nur noch 51 waren, war für mich eine grosse Enttäuschung. Die Teilnehmerzahlen technisch, weil die Piste ist sensationell. Aber langsam ist ein bisschen es findet so einen Wandel statt. Wenn heute jemand Kart fahren oder auch Autorennen fahren, dann geht sich die Rennen raussuchen, die ihm gefallen, genau. Die er geil findet. Das ist ja das, was ich meinte, heisst mal im Interview mit dem Müller, dass es zu viele Anbieter gibt, weisst du. Und er hat gemeint, das sei so. Und der Preis spielt auch ein bisschen eine Rolle. Aber wenn wir uns vorstellen, dass ein Bergrennen oder ein Slalom x-100 Franken kostet und du kannst weniger lang fahren, mit einem Kartler, oder? Und da verstehe ich nicht, was das Jammer eigentlich ist. Wenn ich denke, eben, am Berg zahlst du 300-400 Franken, fahrst du vielleicht 20 Minuten, wenn es hochkommt, und beim Kart zahlst du 300 Franken Startgeld, und für das fahrst du am Sonntag ein freies Training, ein Quali und 3 Rennläufe. Mhm. Es ist schon anders. Das Geld, ja, es wird immer ein bisschen vor den Grund gestellt. Und es gibt sicher auch solche, die aus dieser Sache sagen, nein, geht nicht. Aber tendenziell ist es halt schon so, wir finden diese Strecke geil, dann geht man dort hin, der geht getroffen, geht auch, dann fahre ich lieber noch mal dort. Es ist eine Meisterschaft als solches, hat nicht mehr den Stellenwert wie auch schon, wie vor 2-3 Jahren, wo man sagt, ich fahre Schweizer Meisterschaft. Genau. Oder? Wir stehen mehr ein bisschen heute und dann müssen wir auch leben. Ja. Es gibt seit 2 Jahren das Jungtreifen-Projekt. Erzähl mal, wie viele Teilnehmer machen mit das Jahr? Wir haben, ich muss schnell ein bisschen vorgreifen, letztes Jahr müssen einen Schnitt machen. Wir haben letztes Jahr, bis Ende letztes Jahr, 3 Jahre Schnitt. Ich muss schnell ein bisschen vorgreifen. Wir haben bis Jahrgang 14, der im Februar im Seelisberg oben geendet hat, müssen sagen, wir müssen einen Schnitt machen. Mhm. Wir haben 24 Eingeschriebene gehabt. Mhm. Wir haben Events organisiert, genau. Für 24, ja, hey, wie viel hat er etwa? Ja, 24 sind eingeschrieben. Und die dann wirklich gekommen sind, das waren so 5, 6, 7, 8 gewesen, oder? Dann hat man einen Schnitt gemacht und gesagt, okay, sämtliche Infragekommende, sämtliche ehemalige und sämtliche vom Jahrgang her noch aktuelle Young Driver wir anschreiben. Mhm. Und zwar konkret, wer mitmachen will, muss sich anmelden wieder. Genau. Wer nicht mehr mitmachen will, muss sich anmelden. Ja. Und durch das aus ist der Jahrgang 15, 16 jetzt, den wir jetzt haben, mit 9 Fahrern bestückt. Und wir haben einfach langsam die Meinung gehabt, lieber weniger, dafür qualitativ, genau. Hoch und Leute, die wollen mitmachen. Genau, oder? Du hast schon mal ein Ding, wo weißt, wie viel musst du organisieren mitgehen. Ja, vor allem auch, ich sage immer, ich habe das meinem Chef schon gesagt, ich habe das mit dem Andreas Jenzer und mit dem Otmar Kauer schon über das geredet. So ein Projekt vor 20 Jahren. Und ich komme aus der Skinazi raus. So ein Projekt von einem Verband, Möglichkeit, von einer Förderung zu erlangen, zum Weiterkommen. Das vor 20 Jahren hat man uns hier Türen eingeräumt. Und zwar mit Leuten, die wirklich 200% hätten wollen und noch mehr machen, noch mehr machen, noch mehr machen. Aha. Roland, erzähl mal, wie geht es mit dem Jungtreifer jetzt? Also wir haben jetzt am 20. Juni haben wir den ersten Event gehabt, den Fitness-Test. Das ist beim Otmar Keller in Schindellegi. Dort hat es jüngste Foltergeräte, wo sie Nackenmuskeln machen können, Koordination mit Jonglieren und Simulator jetzt auch dort. Ja. Oder? Dort wollen wir ihnen eigentlich aufzeigen, was dann nachher im Ende Oktober, Anfang November beim
offiziellen Fitness-Test, der in die Bewertung hineinläuft, zum Young Driver, alles gefordert wird. Also das heisst, sie haben eigentlich ein halbes Jahr Zeit, um über das zu üben. Weiter werden wir diesen Sommer noch gewisse Seminare haben über Marketing, über Sponsoring, über wie verkaufe ich mich als Rennfahrer. Sind da ehemalige Rennfahrer dabei oder sind da solche Rennfahrer dabei, die jetzt schon ein bisschen weiter sind? Es wird einen Überraschungsgast geben, den ich jetzt effektiv noch nicht sagen kann, weil wir sind am dran mit ihm, aber das letzte Quäntchen fehlt noch, aber ich bin zuversichtlich, dass wir es hinbringen. Es werden ehemalige Rennfahrer sein und vermutlich auch aktuelle, plus wir haben extra einen Medientrainer, wo man kann sagen, schaut, der Kollege nebenan sieht das, was du denkst, quasi, oder? Um ihnen einfach zu zeigen, nur mal schnell fahren, die Zeiten sind heute vorbei. Das war in den 70er Jahren. Wenn du schnell gefahren hast, hast du Erfolg gehabt. Heute ist das einfach ein Teil des ganzen Päckchen. Ja. Ein Rennfahrer muss heute ein ganzes Päckchen sein. Das geht über Medien raus, das geht über Fitness, über Schnellfahren. Wie bin ich zu meinen Sponsoren? Wie verhalte ich mich im Team? Wie bin ich technisch versiert? Also ich wäre das beste Beispiel dafür. Ja, keine Ahnung, was mit dem meinst, aber ja. Dann kommen wir noch heute zu einer Wettbewerbsfrage. Und die wird gesponsert von Patrick Straubhaar. Und das wäre ein Satz Reifen. Ja, schön. Schön. Ich habe den Patrick dreimal gefragt, ob das wirklich wahr ist. Und er hat gesagt, ich will das sponsern. Er findet das so geil, was da abgeht. Und ich finde das wirklich sehr, sehr nett von ihm. Jetzt ist es so, der Satz Reifen wird in der Schweizer Meisterschaft gefahren und da dürfen alle mitmachen, wie immer. Aber die nicht Schweizer Meisterschaft fahren, können vielleicht einen Fahrer bekannt geben, der dort fährt. Die wissen sicher, wie ich meine. Und die Wettbewerbsfrage lautet, also vorgängig zuerst, das wäre zum Beispiel eine gute Gelegenheit für ein Geburtstagsgeschenk oder sonst einem einen Gefallen zu machen, wenn es nicht jemand ist, der SM fährt. Kommen wir zu der Frage, an welchem Rennen habe ich in welchem Jahr in der neuen Ära von der LOSQM angefangen mitzuwirken? Ganz einfach, auf den Postkarten schreiben, abschicken, mitmachen, gewinnen. Hey Roland, danke dir vielmals, dass du die Zeit noch hast für mich. Merci für die Zeit. Danke vielmals. Und bis bald, hä? Bye, bye! Ist das gut, Sie? Ja, das ist gut. Sicher? Ja!